Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück bei Grounded und natürlich ist die Mathilde auch mit am Start. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. So, ich habe wieder ein bisschen mehr Platz, aber nur ein bisschen und wir suchen gerade eine Laus. Genau, damit Heinrich seine Deko bauen kann. Genau, irgendwo müssen die Scheißviecher rumlaufen. Irgendwo bestimmt. Also generell kann man ja Läuse gebrauchen, also ganz viele zum Essen. Manchmal laufen die Dinger echt überall über den Weg. Aber wenn du sie mal brauchst, sind sie nie da. Gesundheit. Hey. Danke. Hab sie. Sehr schön. Ich kann eine Laus ausstopfen. Dann wollen wir heute eine Deko-Folge machen. Ich weiß nicht, was wir noch alles ausstopfen können. Wir können alles Mögliche ausstopfen. Wir können auch Rüsselkäfer ausstopfen. Ja, sind ja immer Netze, die essen wir ja auch häufig. Ah, dafür brauchen wir rohes Rüsselkäferfleisch. Ja, wir wollten ja eigentlich auch noch zum Baum, ne? Aber ich wollte noch ganz kurz. Ja. Ich will eine Milbe ausstopfen. Dann machst du eine Milbe und ich mach eine Laus. Wo war denn das Milbenzeug? Ich glaube, ich brauchte nur zwei davon. Oh, drei, okay. Ach, das muss ich an der Werkbank machen. Echt? Kunst. Bauen. Ausgestopfte Laus hergestellt. Womit packe ich das jetzt hin? Kann man so auf den Boden stellen? Ja, hier in der Ecke haben wir ja ganz viel Platz. Ich fände es ja cool, wenn man die auch an eine Wand hängen könnte. Oh, das wäre wirklich cool. Aber das geht anscheinend nicht. Ein Regal wäre ganz gut. Oh, oder vielleicht beim Bett so eine Kuscheltiermilbe. Aha. Nee, finde ich ziemlich eklig. Die Milben sind ätzend. Ich finde sie alle Insekten ätzend. Aber hier kommen die Laus, kommt mit die Ach, und die Treppe geht nicht. Ach, dann packe ich sie in die Ecke hier, die, weil sie ja so putzig ist. Super, jetzt haben wir hier ausgestopfte Viecher. Gut, aber du wolltest hier doch Deko machen. Ja, ja, hier kommt noch alles hier so hin. Das ist alles tutti frutti, das ist alles gut. Ja, wir wollten noch zum Baum. Ah ja, genau. Birgel und so. Dann genau. Brauchen wir auch bestimmt wieder. Eichelbrocken hier. Brauchen wir auf jeden Fall. Also nicht Eichelbrocken, sondern Eichelschalen. So. Genau. Warte mal, ich will meinen. Gehen wir ins Gasgebiet? Nee, oder? Weil dann lasse ich meine Gasmaske hier. Ich hab's hier immer dabei, falls du pupst. Bitte? Nein, alles okay. Hast du recht, komm mal hier lassen. Hier hast du eine Ausrüstungskiste, ne? Ganz rechts, ja. Da müssen wir auch irgendwie nochmal sortieren. Und ich sehe gerade, dass hier ein Arschlochkäfer wieder bei uns rumrennt. Nee. Doch? Das geht nicht. Ja, der rennt hier aber trotzdem rum. Nee, der muss sterben. Nee, ich will hier arschlochfreies Zuhause haben. Tut mir leid. Deswegen haben wir doch extra Arschlochfilter installiert. Die helfen aber nicht. Vielleicht müssen wir hier hinten, der war ja schon mal eine Ecke. Vielleicht müssen wir hier einfach ein bisschen Fallen aufstellen. Der kommt da bestimmt vom Zaun. Du, ganz ehrlich, dann renne ich nur selber in die Fallen rein. Ich find's entspannter, ihn dann alle paar Folgen mal zu töten. So. Bin ich ehrlich. Pfeile sammeln. Danke, Ameisen. Für nichts. Mist. Siehst du, ging doch schnell.
packe ich die mal kurz in die Arschlochkiste. Haben wir schon ein paar Parts von den Wichser. Naja. Geht die Sonne auf oder wieder unter? Ich bin mir immer so uneinig. Bald unter, es ist 15 Uhr. Was? Es war doch erst dunkel. Für uns zumindest. Oh, Blätter. Am Dunkel, dem Baum dunkel finde ich auch kacke. Aber wir können ja mal reingehen, Marienkäfer töten. Ja. Außerdem können wir uns dann vielleicht noch einen Job vom Bürgel holen. Die Rechensteinanhöhe. Ich weiß nicht, was die ist, aber wir haben ja hier einen Rechen in der Nähe. Irgendwo. Ach, dieser komische Stiel-Dings da. Ja, genau. Ich hätte jetzt Hake gesagt, aber wenn es ein Rechen ist, ist auch okay. Brauchen wir noch Saft? Boah, kannst du mitnehmen. Ganz viel Saft. Noch mehr Saft. Da waren doch unten auch noch die zwei Agro-Ameisen. Vielleicht können wir uns die auch noch vorknöpfen. Spinnen. Aber Agro-Ameisen? Ja, da wo die Dings waren. Die, Ach ja, da, ja, ich weiß, was du meinst. Wo bist du nur von mal hin? Da! Ich nehme noch ein paar Eichelschalen mit. Aber keine Eichelbrocken. Ah, hier ist Saft. Ah, die Brocken haben wir eh genug. Ah, da hinten ist noch Saft. Ich geh mal zum Saft. Nimmst du die Eichel-Dinger da und ich nehme Saft. Ah, was scheiße. Wie konnte ich denn nochmal die Ansicht zur Person wechseln? F oder V oder sowas. Nee, V war es nicht, C war es nicht, X war es nicht. Y ist es auch nicht. B ist es auch nicht, wohl B ist eigentlich ein cooles Baumenü. Habe ich aber nie benutzt. Achso, H kannst du Emojis machen, habe ich auch noch nie gemacht. Ich kann winken! T war es doch nicht, was ist das denn? Howdy! Ah, howdy! Das ist es auch nicht. Was? U? U war's. Ah, danke. Fühle ich mich schon recht viel wohler so. Auf zu Börgel. Auf zu Börgel. Hallo, Ameise. Kommst du? Hm, mich? Ja. Hey, ja. Alchemist Unkrautstängel. Was müssen wir da machen? Analysiere Unkrautstängel? Ja, ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. Gibt es da keine Missionsbeschreibung? Aufgaben. Der Wind trägt Geschichten eines
9 erforschbaren. Oh ja, hör auf, das. Rohstoffs. Wird er Wissen über Tränke, neue Waffen und exotische Speisen mit sich führen? Mhm. Muss ich da mit dem Unkrautstängel auf der Schulter dahin gehen? Hey, ich raff die auch nicht. What do we have lurking around out here? Also die Markierung ist ja kein Problem. Kaltes Blut. Ja, den suchen wir schon etwas länger. Ach, das ist eine Spinne da oben, die da so rumzickt. Wo bist du denn wieder? Ich bin rausgegangen. Wo ist eine Spinne? Irgendwo über uns. Ist eine Schussweiche weiter? Nein, nein. Die ist in der Baumhöhle über uns. Oh, hier geht's auch weiter. Da war ich gerade, da ist nichts. Ach so. Gut, wollte ich nur erwähnt haben. Was machst du wieder für Geräusche? Ich bin etwas runtergepurzelt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass unsere Fremdsprachen begabten Marienkäfer nicht hier sind. Stimmt, die sind noch ausgeflogen. Aber da sind die Ameisen. Warte, ich gucke ja trotzdem nochmal lang. Nee, diesmal ist kein Marienkäfer hier. Die sind aus, ja? Ja. Schade, dass man keine Fackel hinlegen kann. Bleib da mal stehen. Komm mal bitte hier mehr an den Rand. Ah, hier ist eine Wurzel im Weg. Feigling, komm zurück. Mach mal Licht an. Warte. Jetzt kannst du sie schießen. Sie sich auch mal verkriechen müssen. Ja. Der eine ist direkt. Ach da. Na, einer ist wieder bei mir. Dann leuchtet. Er ist wieder bei dir. Warte, er kommt zu mir wieder. Los, komm zurück. Ja, da reiche ich jetzt von hier nicht. Komm zurück, du Feigling! Oh, jetzt ist er bestimmt gleich wieder geheilt. Der Sack. Okay, hab ihn erwischt noch. Sehr schön. Ich hab ihn ganz hinten erwischt. Sehr schön. Das ist der andere noch. Der kam aber nicht mal wieder. Nee. Uhu. Hallo. Ich traue mich runter. Ja, dann kloppen wir beide auf ihn. Ja, guck mal mit dem Licht so ein bisschen. Da kommt er, der kommt er, da kommt er. Na du? Traust du dich? Traust du dich? Los, komm her. Hol dir deine Abreibung. Los, gib's ihm. Hau ihn kaputt. Attacke! Oh, er greift an! Ah! Was bist du auf einmal im Weg gewesen? Nee, ich bin von der Seite gekommen. Ich fürchte, ich hab dich dadurch gehauen. Ja, aber er ist tot. Ich hab nur leicht Schaden gekriegt. Aber hier sind unsere vier Eichenbrocken. Die haben wir letztes Mal rausgeschmissen, ne? Nee, Pilz will ich nicht. So. Juhu, wir haben Ameisenmandibeln bekommen.
Oh, warte, ich zieh mich kurz um. Wieso? Weil da noch mehr Ameisen sind. Da dachte ich mir, es ist besser, in Ameisenmodus zu gehen. Also ich weiß nicht, ob hier nur die eine Kriegerameise ist oder noch mehr, aber ich wollte... Die Frage ist, kommt die hier hoch? Du kannst es ja mal probieren, ich bleibe erstmal unten bei ihr. Ja, dann wird sie aggro bei mir. Ja, ja, auf dich, aber nicht auf mich. So siehst du sie auf jeden Fall vernünftig. Die sind gar nicht aggro irgendwie, oder? Nö. Doch. Ey. Du bleibst schön hier. Oh! Ja, ich bin Legolas. Klau nicht meine Pfeile, sind meine. Ja, ja, ich mach doch gar nichts. Kannst die Leiche nehmen, ja. Die ich für dich geschossen habe. Hab ich. Gut, jetzt brauche ich nur ein paar Granaten. Dann räuche ich die ganze Butze hier aus. Hier ist ein Stein, kannst du mitnehmen. Danke. Da ist noch ein Stein. Sicher, dass wir gerade nicht da lang gehen, wo wir hergekommen sind? Echt? Waren wir da? Ja. Ja. Du. Sieht alles gleich aus hier unten. Also geht's nur nach links weiter. Der Mond steht am Himmel. Ja. Mond halt. Dunkel. Hä? Oder geht's hier gar nicht weiter? Doch. Ich muss was trinken. Don't even need to boil it. So. Und jetzt? Zum dem. Oh. Ja, als ich rausgegangen bin, hat's ganz schön gehakt. Ach so. Tim? Zu diesem Rechen? Der ist unten links. Brauchen wir ein bisschen Sprick und ja, das können wir ja vor Ort besorgen. Vielleicht auch mal Kiesel brauchen. Guck mal, hier ist Sprick. 1, 2 mitgenommen. Noch ein Kiesel mitgenommen. Und dann braucht man, glaube ich, noch Kleeblatt. Wenn du Kleeblatt siehst, ja hier. Ich hack mal kurz Kleeblatt. Pack mal Kleber. Ich glaube, 6 sollten reichen. Ich denke auch. So, jetzt hoffe ich, dass meine Fackel noch durchhält. Ach, da bist du. Okay. Ich habe ja noch eine, also alles gut. Ich habe mich gerade von einem spawnenden Rüsselkäfer gefürchtet. Der ist so schnell aufgeploppt, da hatte ich Angst. Ja, da fand ich die Würmer immer sehr gemein. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir doch. Doch, weil man hat sich schon dran gewöhnt, die Viecher. Nerven. Ach nee, auf euch habe ich jetzt gerade keinen Bock. Milben oder was? Genau. Los, Ameise, töte sie! Also ich vermute, dass das die Rechensteinanhöhe ist. Ich weiß es nicht, ne? Ja, kann gut sein. Aber denk daran, da war irgendwo ein Gasgebiet, ne? Ja, das...
Meine Güte. Hast es. Ja. Ah, unter uns ist was Großes. Solange es unter uns ist, ist mir das ziemlich egal. Die Frage ist, wo baut man das hin? Sieht man das aufploppen? Ja, das ist tatsächlich dann schon vorgefertigt. Aber es kann auch sein, dass es da halt der Stein ist, wo wir hin müssen. Ne? Da sind zwei Arschlochkäfer drauf. Arschlochkäfer oder Stinkekäfer? Oh, ouch. Ach, Heinrich. Oh, meine Fackel ist kaputt. Arschlochkäfer sind da drauf. Jupp, sind Arschlochkäfer und jupp, da kommt die Markierung hin. Hm, wer hätte es gedacht? Oh, hier werde ich angegriffen von Milben und ich bin voll. Komm her, du Arschlochkäfer. Sei nicht so feige. Komm her und stell dich. Bin zu dir, Nene. Stell dich! Nee, verkackt. Nope. Water filtration tablets needed. Oh, dieser Arschlochkäfer. Ja, der Name ist Programm. Das letztes Mal gemacht, ich glaube angelockt, vom Stein gesprungen, sich leicht verletzt und dann von oben gekillt, glaube ich. Du kannst ja, kannst du links auf den Stein, hier wo ich so bin, kannst du da hin, hier, kannst du da schießen? Nee. Echt nicht? Ich weiß es nicht, ich versuche gerade hier diesen Arschlochkäfer zu machen. Ich frage dich, da kann man doch mal kurz gucken. Da dann rennst du gerade genau auf den Arschlochkäfer. Ja, dann locke ich den nämlich an. Okay. So, guck mal, ich lock den an und springe hier vom Stein runter. So, dann kann er nicht nachkommen, oder? Nee, jetzt, also ist er wieder außerhalb der Schussweite. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wo er ist. Weil so hatten wir den nämlich letztes Mal gekillt. Ja, der ist da irgendwo hinterm Stein verkrochen. Ich sehe ihn nicht mehr. Irgendwo weiter links. Ah, Pflanzenfasern braucht der. Scheiße, hab ich nicht. Ah, hier waren noch zwei. Bleib du mal oben drauf. Ich lock den nochmal an. Arschloch. Nee. Ich muss meinen Bogen demnächst mal reparieren. Der ist runtergeplumpst oder so. Hm. Der ist hier nicht mehr. Was hast du mit dem gemacht? Das ist meine Pfeile. Der Rest ist deins, ja. Dann komme ich zu dir. Oh, hab ihn! Da ist er auch gut. Mitten in die Fresse rein! Boom, Headshots! Okay. Das sind deine Pfeile. Ich hole nochmal zwei Pflanzenfasern. Mach mal. Guck mal, sind hier überall Pflanzenfasern? Jetzt finde ich hier keine. Scheiß Viecher. Oh, ich habe keine Zeit, ey, und kein. Keine Zeit und kein Bock auf der Heinrich. Er ist kein Zeitbock, Heinrich. Ich finde hier gerade echt. Diese Milben gehen mir gerade tierisch auf den Sack. Die Milben gehen Heinrich tierisch auf den Sack. Ich bin kein Fiber. Fiber, Fiber. Da ist noch ein Arschlochkäfer. Ja, hier unten ist irgendwo ein Arschlochkäfer, ich weiß. Ich brauche erstmal Fiber. Oh, hinten ist ein Pfeil. Und ich muss meinen Bogen reparieren.
Schirpitipitip. Ha, ihr wolltest springen, du kleine Kackmilbe. Dann habe ich dich im Flug gekillt. Komm her, du Blattlaus. Oh, jetzt müssen sie hier die Scheißdringer dann glauben. Ha, 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 ha. Ich habe eine Blattlaus getötet. I'm totally badass. Ich bin wieder voll. Du brauchst nur zwei Pflanzenfasern. Ja, ich hab aber noch so viel Scheiße, weil ich dachte, wir brauchen andere Scheiße, habe ich andere Scheiße mitgenommen. So eine Scheiße mit der Scheiße hier. So, jetzt habe ich hier ein paar Pflanzenfasern. Dann muss ich gleich mal die ganzen Milben aufheben, die ich hier gerade getötet habe. Na, ich nehme auch mal zwei mit. Okay. Kannst du immer gebrauchen. Ja, ja. Du bist noch auf dem Hügel, ja, da, okay. Ja. Oh, ich hab Hunger. Dann ist etwas. Yay! Ein Symbol? Ja, hier für Arschlochkäfer, nämlich so ein Käfersymbol. Ich gehe mal kurz auf Taujagd. Ich hab Durst. Müsste doch demnächst mal irgendwo Tautropfen kommen. Wir können natürlich auch versuchen, nochmal einen Unkrautstängel zu analysieren. Hast du einen Unkrautstängel? Ich kann ganz schnell einen abhacken. Hier steht ganz viel Unkraut. Oh, was will ich angreifen? Ach, so eine verkackte Hurenmilbe. Ja, hier sind ganz viele bei mir. Hey, ein Speer, ein Wurf. Cool. Das macht Spaß. Also die Milben sind tot, wenn du einmal mit einem Speer drauf geworfen hast. Das halten die nicht aus. So, ich hätte hier ein paar Unkrautstängel. Ja, ich hätte gerne noch Wasser, wenn du was zu. Weißt du? Ja, hätte ich auch gerne. Gut. Aber wir können jetzt zum was erforschen, wenn du möchtest. Ja, dann nehme ich mal hier mehr ein paar Unkrautstängel. Die kann man dann ja mit nach Hause nehmen, ne? Nichts so unverdingst. Oh, die kann man immer gebrauchen, ja, ja. So, wo müssen wir lang? Ich folge dir. Nach Hause? Ja, erstmal zu irgendeiner Station zum Forschen, ne? Also direkt nach Norden ist eine. Ja, ich glaube auch. Also genau in diese Richtung. Oh, da sehe ich einen Tautropfen. Guck mal, hier ist ein Tautropfen. Ich kann den nicht runterschlagen. Ich kann nichts machen, weil ich hier was trage. Ja, und ich entmilbe mal die Gegend hier. Hinter dir. So, wo ist Tautropfen? An diesem hier. Hui! Wo ist er denn? Hier. Oh nein, der ist ins Wasser gefallen! Ist ein Scheiß. Das ist doch doof. Dann suchen wir den nächsten. Ja. Geradeaus immer noch, ne? Mhm. Ich glaube, er ist da so. Hier ist noch ein Tautropfen. Und der ist ganz weit runtergefallen. Ah, hier ist ein Analyze-Ding bei mir. Ah, hier ist ein Tautropfen. Den hatte ich runtergehauen. Scheiße, Entschuldigung. Alles gut. Ich bin jetzt nicht kurz vorm Verdursten. So, geht das? Nur analysieren. Ich guck mal nach einem Tautropfen nochmal für dich. Ah, hab einen. Okay. Dann kommen wir in Richtung. Dann kommt jetzt hier. Hier rechts ist er gefallen, hier. Ah. Komm her, du. At least it's clean. Okay. Jo. War doch erfolgreich. Können wir jetzt ab nach Hause, oder? Ja, warte mal. Hau doch einfach mal so einen Grashalm um, weil wenn wir den Unkrautstängel analysieren können, können wir bestimmt auch den Grasstängel analysieren. Nicht. Aber jetzt ein Grashalm um. Ja, einfach so einen stinknormalen Grashalm.
Den nimmst du auf die Schulter und dann gehst du da rein analysieren. Oh, cool. Analyze. Zum Feuer nie auf die Idee gekommen ist, oder? Ja. Das ist Science und Grastisch. Oh. Invertierte Dreieckswand. Dreieckswand. Cool, yo. Da haben wir doch direkt was, was wir oben auch auf unsere Dachterrasse machen können. Da können wir dann so einen schönen Tisch machen. Ich meine, so einen Kleetisch haben wir ja schon länger, aber einen Grastisch haben wir noch nicht. Da ist unsere Heimat. Ist gar nicht so leicht, so im Dunkeln hier so durch zu navigieren. Wir hätten verraten können. Hätte. Habe ich aber nicht. So, gucken wir mal. Ah, das ist jetzt aber hier viel... Also es ist immer noch recht dunkel. Ich glaube, wenn man das Zimmer kleiner gemacht hätte, würde das gehen tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall schöner als mit denen. Ich glaube, da stelle ich in der Mitte einfach nochmal ein paar Standfackeln auf oder so. Ach, ich wollte das ja aufs Lager bringen. Haha. So, welcher Raum gefällt dir nicht? Ah, hier ist doch die Mitte so dunkel, ja. Ja, das, ich finde es einfach schade. Ach, warte, ich hatte ja, glaube ich, was getötet. Nee, ich habe nichts getötet, nichts dabei. Doch, ich hatte eine Laus habe ich getötet. Ja, ich habe dafür ein bisschen Saft und Milben. Hoi. Das leuchtet aber fein. Ist viel besser als die Wandleuchten. Ah, dann brauchen wir aber nur eine davon, dann brauchen wir gar nicht so viele. Ja, ich würde dann sagen, dann beenden wir die Folge. Echt schon? Ja. Es geht hier schon so lange? Das kommt mir noch gar nicht so lange vor. Es reicht. Okay. Wenn du das sagst, dann ich weiß jetzt nicht, was wir machen wollen. Müssen wir uns erstmal wieder einen Plan überlegen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.